Gibt es andere Leute im Publikum, die das Thema genauso empfinden und wie kann ich es so machen, dass es empowernd für die ist? Cosmo, Machiavelli. Wir machen weiter. Vielleicht kurz mal, wie geht's euch? Das ist eine gute Frage eigentlich, oder? Wie geht's, sollte man öfter stellen und dann die Antwort abwarten. Ja. Zuhören. Zuhören wollen wir auch jetzt. Brillante Überleitung. Oder? Wir waren vorhin im Radio, haben eine Schalte gemacht zu unserem Lieblingsradiosender Cosmo. Nachdem wir die erste Schalte vergessen haben, waren wir beim Essen. Sorry, Cosmo. Stellt euch vor, das Radio klingelt und ihr geht nicht ran. Das ist ja schon. Das Radio ruft an und niemand geht ran. Und da haben wir gesagt, das ist unser großer Machiavelli-Wetten-Das-Abend heute. Zum Glück machen wir keine Saalwetten und du hast auch nicht so ein schlimmes Jackett an wie Thomas Gottschalk normalerweise. Und du hast auch keine Locken wie Thomas Gottschalk? Die habe ich schon, ja. Doch, normalerweise. Die sind unter der Cappy versteckt. Die habe ich ein bisschen versteckt. Wir wollen weitersprechen über ein anderes Thema und mit einem anderen Gast. Mit Ebbo. Applaus für Ebbo. Shoutout auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle an das Imperialtheater für die größte Videoleinwand, die ich glaube ich je in meinem Leben gesehen habe. Und Applaus gerne nochmal für Ebbo. Hi Ebbo. Hi. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich weiß nicht, bin ich zu früh reingekommen? Nee, überhaupt nicht. Ich wusste nicht so, was mein Go ist. Nee, Jan hat zu spät den Startknopf gedrückt. Ja, okay, ja, Fehler lag auf meiner Seite. Ich und das MacBook, wir haben noch ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten in letzter Zeit. Aber das macht ja nichts. Wir wollen über Rollen sprechen, richtig, Vassili? Wir wollen über Rollen sprechen, wir wollen aber auch über diesen Song sprechen. Ich habe zumindest gerade mehrere Gedanken dazu. Kenneck for Life heißt der, K4L. Wenn das jetzt im Radio, ich höre so Roboter-Quietschgeräusche, ja, merkt ihr das auch? Kann man was dagegen tun? Hört ihr das? Sie gehen in mein, jetzt sind sie weg. Danke. Ich dachte, jemand macht eine Flasche mit Kohlensäure auf. Wow. Aber nicht so klingt das dann? Ja, wenn die so leicht nur angedreht ist. Okay. Und man die ganze Wohnung absucht, fuck, ist hier ein Gasleck oder so? Kennt ihr das? Ja. Ich bin nicht der einzige Wahnsinnige hier. Ja. Aber und dann ist es halt eine Kohlensäureflasche. Ah, okay. Ja, und abgestandener Pepsi oder so. K4L, Kenneck for Life. Wie ist dir am liebsten, wie dieser Song im Radio ausgesprochen wird? Nicht, also kommt drauf an, wer ihn ausspricht. Also zum Beispiel bei dir würde ich sagen, sag lieber nicht Kenneck. Warum? Weil weiße Leute, sag ich mal, das als Beleidigung gegenüber Personen wie mir benutzt haben und wenn du das sagst, egal in welchem Kontext du sagst, wird immer eine Beleidigung sein. Du kannst das gar nicht, weil du aus einer anderen Position herauskommst, so sagen. Also ist das ein Hautfarbe-Ding an dieser Stelle? Also dass ich aus der Ukraine komme, wäre egal. Ich weiß halt, also so Kenneck wird halt eher für Leute benutzt, die, also so, wenn man sich die Geschichte davon anschaut, woher das kommt etc., ist es halt eher, also du wirst halt wahrscheinlich eher als weiß gelesen, wirst du nicht? Ich heiße Vassili Golot und habe häufiger mal Situationen, die auch, glaube ich, nicht so als, also ich klar bin ich weiß von meiner Also es ist so, ich sag mal Vassili, wenn du dich jetzt von dem Song, wenn du die Lyrics total nachvollziehen kannst und sagst, so, das ist mein ganzes Leben, dann sprichst du aus, aber ich hätte dich zum Beispiel jetzt eher als weiß gelesen oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es bei dir in der Familie so war, dass Leute davor dich oder deine Familienangehörigen als Kanake bezeichnet haben. Ne? Darum geht es halt ganz stark. Wurdest du schon mal mit dem Wort beschimpft? Wenn ja, dann sag das auf jeden Fall, also dann kannst du es sagen, so claim das für dich, aber wenn nein, dann es ist auf jeden Fall ein Wort, was du vielleicht nicht benutzen solltest.
Aber ist nee, also cool, also das war ja die Frage. Wir haben halt in der Grundschule irgendwie mal Ausländer gegen Deutsche Fußball gespielt. Ich war in meinem Ausländerteam und habe mich dem zugehörig gefühlt. Aber da sind wir ja eigentlich mitten im Thema, mitten bei Rollen. So. Mhm. Das ist jetzt irgendwie eine Rolle, die du mir zugeordnet hast. Wie kommen wir überhaupt dahin, ist so ein bisschen, glaube ich, das, was wir heute erfragen wollen, auf verschiedenen Ebenen. So. Ja. Ich finde das bei dem Song ganz interessant, was du gerade gesagt hast, und zwar dieses Claimen. Du hast quasi für eine Community dieses Wort zurückgeholt, kann man das so sagen, und sozusagen eine Hymne geschrieben, um dieses Wort für euch positiv wieder zu besetzen. Mhm. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Genau, ich wollte so eine Hymne schreiben, wo ich zum einen das Wort claime so und dann auch das Wort, wo es halt mehrere Personen anspricht, weil wenn man sich die Geschichte von dem Wort Kanake anschaut, das kommt von erstmal von den Seefahrern, dann wurde es, soweit ich weiß, zuerst als Beleidigung für tamilische Geflüchtete benutzt. Dann wiederum wurde es ganz stark für Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter aus der Türkei benutzt, etc. Es hat so eine ganz lange Geschichte und ich wollte damit, als ich das für mein Album hergenommen habe oder auch bei dem Song, geht es mir ganz krass darum, dass es so für BIPOCs verwendet wird. Wobei es auch viele gibt, die wiederum sagen, ich bin zwar BIPOC, also so Black People and People of Color, indigene Leute auch, dass sie sagen, hey, ich fühle mich davon nicht angesprochen irgendwie. Oder wiederum, keine Ahnung, dass du jetzt sagst so, hey, ich komme aus der Ukraine, aber auch wenn ich als weiß gelesen werde, ich habe damit Erfahrungen gemacht, ich fühle mich schon angesprochen. Darum ging es mir so diesen gemeinsamen Erfahrungswert zu nehmen und daraus so eine Hymne zu machen und das Wort auch für mich zu benutzen und sozusagen dem die Kraft zu nehmen und daraus etwas Positives zu machen. Würdest du sagen, das hat funktioniert? Auf jeden Fall, ich denke schon. Wobei ich gar nicht sagen würde, okay, den Song habe ich gemacht und das Thema ist damit irgendwie, ich habe das jetzt so festgelegt und dafür wird das hergenommen etc., sondern es ist eine weitergeführte Debatte und die wird auch immer noch weitergeführt. Bei dem Song am Ende sage ich auch so ein paar Namen von ganz vielen Künstlerinnen, die auch BIPOC sind. Und das Witzige ist, bevor ich den Song rausgebracht habe, einen Monat davor, hat eine Freundin von mir geschrieben, Moshtari. Die kriegt auch sozusagen am Ende so ein Shoutout. Und nee, beziehungsweise ich habe Moshtari geschrieben, weil sie einen sehr langen Beitrag darüber verfasst hat, warum das Wort Kanake, warum wir das nicht hernehmen sollten oder warum es problematisch ist, dieses Wort zu benutzen, auch für mich. Mhm. So, ne? Und ich habe ihr dann geschrieben, hey, ich bringe jetzt bald einen Song raus, da ist ein Shoutout für dich dabei, aber wenn das Wort für dich so problematisch ist, dann nehme ich das gar nicht her. Und ihre Antwort war einfach, hey, das ist alles noch so ein Prozess, ne? Wir reden darüber. So, es ist auch für uns in Deutschland vor allem neu, über diese ganzen Themen zu reden, wie BIPOCs etc., dass man überhaupt diese Debatten hat. Und genau, deswegen, ich denke schon, dass es wichtig war. Ich sehe auch oft so Jugendliche oder weiß nicht, ältere Leute auf der Straße, die dann mir zurufen, Kanak for Life. Und ich merke schon, dass es dann diesen Hymnencharakter hat. Ja. Wie fühlt es sich denn ganz, ganz simpel gefragt an, den dann live zu spielen? Kommt immer drauf an. Also manchmal, wenn wir ein sehr weißes Publikum haben, dann ist schon immer so die Frage, okay, was wird gleich passieren? So, das sage ich auch so mit anderen Songs. Ich habe einen Song, der heißt AMK. Da geht es so darum, wie weiß die Musikindustrie ist. Und dann ist es halt schon so, dass ich das mit der Energie, die ich da rausgebe, für mich claimen muss. Ich muss es für mich machen und nicht, ich kann da nicht aufpassen, ob sich Leute da angegriffen fühlen oder nicht, sondern ich muss drauf, also was heißt ich muss, aber ich schaue dann drauf, gibt es andere Leute im Publikum, die das Thema genauso empfinden und wie kann ich es so machen, dass es empowernd für die ist? Und ich glaube, allein dadurch, dass ich diesen Raum auf der Bühne einnehme und mit meiner Crew da bin, bewirke ich schon etwas und trotzdem ist es so, dass wenn ich AMK oder Kanak for Life wo performe, wo das Publikum größtenteils weiß ist, dass man genau weiß, dass man gerade eine Reaktion auslöst. Ne? So, es passiert, also rein emotional vom Vibe her passiert gleich was. Würdest du den Song anhalten, wenn du siehst,
alle Weißen singen dieses Wort mit? Nein, das erlebe ich ja auch ganz oft. Also es ist gar nicht jetzt so untypisch, dass sie das mitschreien. Und ich denke mir auch so, was fühlst du? Also so, kannst du das gerade echt so nachvollziehen, Kenneck for Life? Und gleichzeitig erlebe ich aber auch oft, dass Leute nach dem Konzert zu mir kommen und sagen so, hey, ich habe es nicht mitgerappt, ich bin großer Fan, so, ich habe es nicht mitgerappt, wie ist es für dich, dass die Leute auch noch so ein bisschen unsicher damit sind, so, können sie das mitrappen, können sie es nicht mitrappen, wer darf so, und natürlich vor allem so für Fans ist es, glaube ich, schwierig, wenn sie dann nicht davon betroffen sind, aber trotzdem irgendwie dieses Empowerment spüren und wissen so, worum es mir dabei geht. Aber da habe ich eher so eine positive Erfahrung gemacht, dass die Leute, die sich wirklich mit mir und meiner Musik auseinandersetzen, dass sie das nicht mitrappen und dass sie eher nochmal nach dem Konzert kommen und sagen, hey, war das cool oder, also so, dass sie nochmal gerne nachfragen einfach. Du sprichst in dem Song und in anderen Songs auf deinem Album ganz viel von Wut von den Müttern, Wut von deinen Tanten. Was ist das für eine Wut, woraus ist die entstanden? Ich glaube halt stark dran, dass wir alle irgendwie Traumata vererben, dass wir alle allein durch die Geschichten etc., die jetzt meine Oma, meine Mutter, meine Tanten mir erzählt haben, so ihre Rassismus-Erfahrungen, ihre Sexismus-Erfahrungen, dass wir das auch alles in uns speichern. Ne? Deswegen, ich habe so eine Line, das meinst du wahrscheinlich, in mir steckt der Zorn meiner Oma, meiner Mama, meiner Tanten drin. Damit meine ich, dass all das, was die erlebt haben, dass es auch noch in mir drinnen steckt und dass ich dafür auch noch kämpfe. So, so wie die tausenden Leben, genau, über die du sprichst. Und hast du das Gefühl, dass du, also hören diese Leute, hören deine Tanten, hören deine Verwandten diese Musik dann und haben das Gefühl, dass du von denen so repräsentiert wirst? Ich glaube, bei denen findet diese Art und Weise von, dass sie denken, dass ich etwas repräsentiere, gar nicht in meiner Musik statt, sondern dass ich zum Beispiel gerade hier mit euch sitze oder dass ich auf bestimmten Bühnen stehe, dass ich in verschiedenen Zeitungen stattfinde. Das ist für die, glaube ich, also für deren Generation, die jetzt nicht unbedingt auch in ihrer Freizeit Hip-Hop hören, ist das nochmal was Größeres und was Wichtigeres, weil ich da Spaces einnehme, wo ich sonst oder wo Frauen, die so aussehen wie ich oder meinen Background haben, nicht stattfinden würden. Du hast durch deine Kunst, die du machst, eine besondere Rolle. Jan hat das ja am Anfang gesagt, so, wir wollen über Rollen sprechen. Wir haben schon ein bisschen über Rollen gestritten. Vielleicht ganz an den Anfang, so, was ist eine Rolle überhaupt aus deiner Sicht? Wie würdest du das definieren für dich? Also Rolle geht, glaube ich, so krass mit Identität einher, ne? Und das findet halt, ist halt dann auch immer vom Kontext abhängig. Also keine Ahnung, wenn ich in einer Gruppe stehe von Deutschen, bin ich wahrscheinlich dann die Türkin. Wenn ich bei Türken in der Gruppe stehe, bin ich die Kurdin. Wenn ich bei Kurden in der Gruppe stehe, bin ich die Alevitin. Wenn ich bei Aleviten in der Gruppe stehe, bin ich die Queere. Ich glaube, so unsere Rollen sind auch immer sehr stark davon abhängig, in was für einem Kontext wir stehen und welche Rolle uns zugeschrieben wird, ne? Welche Rolle spiele ich, wenn ich alleine zu Hause in meinem Zimmer sitze? Wer bin ich dann so? Ja. Wer bist du dann? Dann bin ich so ein Fragment von all dem, was mich ausmacht, denke ich. Aber ich muss mich dann nie für... Ich glaube, da fällt dieser Faktor weg von, dass die Art und Weise, wie ich rede, wie ich mich gebe etc. Mit einhergeht mit der Art und Weise, wie ich wahrgenommen werde. Ne? Man kennt das so, dass man... Also ich kenne das, wenn ich zum Beispiel bei Behörden etc. anrufe, habe ich eine sehr weiße Stimme, sage ich mal. Ich rede anders, ne? Wenn ich mit anderen Leuten abhänge, also sage ich mal mit Kurden in dem Kontext. Man verhält sich anders. Das sind so Dinge, die man leider sein Leben lang irgendwie gelernt hat, dass du dich anpassen musst, so, oder dass du dich auch mal nicht anpassen musst, dass du selbst sein kannst etc. Du hast gerade darüber gesprochen, wie deine Rolle in den verschiedenen Gruppen ist und deine Rolle ist dann immer unterschiedlich zu der Gruppe, in der du dich bewegst. Gibt es denn eine Gruppe, in der du dann dazugehörst? Oder habe ich das falsch verstanden? Es geht gar nicht darum, ob ich dazugehöre oder nicht. Es geht darum, dass ich glaube, dass unsere Rollen halt nicht von uns selbst unbedingt festgelegt werden, sondern halt eine Zuschreibung von außen ist. Und dass sie deswegen auch immer sehr stark davon abhängig ist, in welchem Kontext ich gerade stehe.
In welcher Rolle fühlst du dich am wohlsten? Ich glaube nicht, dass es eine Rolle gibt, in der ich mich am wohlsten fühle. Ich glaube, keiner von uns will, glaube ich, in einer Rolle sein. Man will irgendwie man selbst sein und dann entdeckt man, dass man selbst ja so viel mehr ist als, weiß ich nicht, seine Nationalität, seine Religion, seine sexuelle Orientierung etc. Und ich glaube, dass Rollen uns eher vieles erschweren, weil wir denken, dass wir uns unsere Rolle angemessen verhalten müssen oder eben, dass wir den Rollen oder den Bildern, die man uns zuschreibt, dass man sich behaupten muss, dass man eben nicht so ist etc. Gibt es gravierende Unterschiede zwischen der Privatperson Ebru und der Künstlerin Ebbo? Bei mir auf keinen Fall. Wobei ich auch sagen muss, ich habe so zwei Musikprojekte. Also ich habe einmal Ebbo, das ist etwas sehr Persönliches. Und dann habe ich eine Band, die heißt Gaddafi Girls. Und da geht es eher so sehr viel um Soundästhetik. Und natürlich ist es ist immer irgendwo persönlich, ne? Weil ich schreibe die Texte, es fließt mit ein. Aber für mich ist Ebbo, also ich als Künstlerin Ebbo, das bin so zu 100% ich. Und ich kämpfe da auch immer wieder, dass ich wirklich alles, was ich mache, mit reinbringen kann. Ich würde gerne an den Anfang deines letzten Albums gehen. Wenn ich es richtig recherchiert habe, dann singt da ein Mann, und zwar dein Cousin, einen Song auf einer kurdischen Sprache. Was ist das für ein Song? Der Song ist auf Zaza, auf meiner Muttersprache, also wie du gesagt hast, auf einer kurdischen Sprache. Und mir war das sehr wichtig, dass das Album mit einem kurdischen Song anfängt, weil das auch der Ursprung von meiner Musik ist. Also die erste Musik, die ich gehört habe, der erste Song, den ich auswendig gelernt habe, war kurdisch, also war auf Zaza. Und für mich war klar, okay, wenn das Album Kenneck for Life heißt, dann muss es wie so ein Film aufgebaut werden. Und wo fängt dieser Film an? Der fängt auf jeden Fall in Kurdistan an. Der fängt auf jeden Fall bei meinen Eltern an, bei deren Wurzeln sozusagen. Und deswegen habe ich meinen Cousin drum, ich habe ihn halt gefragt, hast du Bock irgendwie, weil er auch Musik macht, Intro für mich aufzunehmen. Und das ist ein Gedicht eigentlich gewesen ursprünglich, woraus er dann einen Song gemacht hat. Und da geht es halt um, es geht sehr viel um Sehnsucht in dem Song. Und ja. Weißt du noch, was das für ein Song war, den du als erstes mitsingen konntest? Ich, witzigerweise hatte ich heute ein Interview, wo ich auch das gleiche gefragt, ich weiß nicht, wie der Song heißt, ich weiß nur, wie er geht, so. Kann auch sein, dass er so heißt, also der fängt so an mit Eso sono nace verde und es kann auch sein, dass der Song genau so heißt. Okay, du hast gerade von dem Ursprung gesprochen, du bist in München geboren. Warst du dann dort, wo deine Eltern herkommen? Ja, als Kind öfters irgendwie, aber daran habe ich nicht mehr so viel Erinnerung. Und als Teenager war ich mit 12 dort und ich bin danach nie wieder hin, weil es mich einfach innerlich zerrissen hat, dort zu sein. Es ist halt, also man muss sich vorstellen, es ist im Osten der Türkei, es ist ein kurdisches Gebiet, also alle, die dort wohnen, sind Kurden, Aleviten. Es ist stark vom Militär besetzt, also überall fahren Panzer entlang. Dort gab es auch mal ein starkes Erdbeben, die Häuser sind teilweise sehr zerstört. Wir haben auch bei Verwandten übernachtet, wo eben die Wände eingerissen sind etc. Die Türkei gibt sich besonders viel Mühe, dort nichts zu machen. Es gibt keine richtigen Wege. Es gibt keine Straßenbeleuchtung. Die in den Leitungen fließt halt Asbest. Somit, es ist richtig krass. Und ich habe mir irgendwie geschworen, dass ich nicht nochmal zurückgehe, bevor ich nicht dort was ändern kann. Also, dass wenn ich das nächste Mal dorthin gehe, dass ich irgendwie was bewirken kann, dass ich dort, was auch immer es sei, dass ich irgendwas beitragen kann, um die Situation dort zu verbessern. Jetzt wohnen auch kaum, meine ganzen Verwandten sind auch weggezogen, muss ich auch sagen. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich nicht nochmal hin bin, weil die es natürlich dort auch nicht mehr gepackt haben. Motiviert dich das dann bei deiner Karriere, bei deiner Musikerin-Karriere, dahin zu kommen, dass du etwas dort bewirken kannst? Ist das eine Motivation dann für dich?
glaube, mich motiviert einfach, dass ich weiß, dass ich von dort komme und dass meine Urgroßeltern etc. sich vielleicht nie vorstellen könnten, dass ich dort bin, wo ich jetzt bin, dass ich diese Privilegien habe, die ich habe, dass ich das mache, was ich mache und allein das, dass ich das repräsentieren kann, ist schon so ein Ziel von mir gewesen, was ich immer mehr erreiche und natürlich fließt mit einher, dass ich mir denke, okay, ich will für meine Community, für die Leute, von denen ich komme, so etwas bewirken, etwas machen. Ich frage mich gerade, also oder die, immer noch, bin ein bisschen langsam gerade im Kopf, diese Rollensache, wo das überhaupt herkommt. Ich war im letzten Jahr in einer dritten Klasse. Es kam eine Kinderstudie raus, dass Kinder gegenüber Geflüchteten besonders empathisch sind. Und wir sind dann in diese Klasse irgendwie zum Drehen und dann saß ein syrischer Junge neben einem deutschen Jungen und die haben sich gegenseitig gemalt. Und ich habe die beiden gefragt, so gibt's, was unterscheidet euch? Und die gucken mich so an und meinen so, wir spielen beide gerne PlayStation, wir spielen beide gerne Fußball, gibt eigentlich keine Unterschiede. Und dann habe ich gesagt, so, ja, du kommst ja aus einem anderen Land. Und er meinte, ah ja, stimmt, ja gut, ja, das hast du jetzt gesagt. Und an der Stelle ist mir halt bewusst geworden, so wie anders diese erwachsene Denke ist, mit diesen abstrakten Begriffen ja auch, mit denen am liebsten eine Partei operiert und irgendwie alle als Flüchtlinge stigmatisiert und etwas sehr Abstraktes eben als Begrifflichkeit benutzt. Und hab dann überlegt, so wie war das bei mir als Kind? Ich habe ja vorhin dieses Beispiel genannt, so mit diesem Fußball in der Pause, wo wir auch gesagt haben, irgendwie Ausländer gegen Deutsche, aber das war ja am Anfang auch nicht. Wir haben am Anfang einfach Teams irgendwie gemacht. Und wenn ich jetzt in Russland bin oder so, muss ich ständig die deutsche Politik rechtfertigen, weil da bin ich dann irgendwie du kommst aus Deutschland, so ihr Europäer, warum diese Sanktionen? Also da werde ich ja auch irgendwie in so eine Rolle gedrängt. Weißt du irgendwie den Moment, ab wann du angefangen hast, dir so über diese verschiedenen, die du am Anfang ja ausgeführt hast, so in verschiedenen Kontexten, verschiedene Rollen, wann das anfing? Ich glaube, bei mir fing das sehr früh an, weil meine Mama stark aktiv war, so im alevitischen Verein. Und ich dann so von ihr erfahren habe, okay, irgendwie, wir sind Aleviten, wir sind Kurden und wir werden von Türken gehasst. Also nicht, wir werden von Türken gehasst, aber es gibt türkische Rechtsextremisten und die haben gewisse Massaker an uns gemacht. Also so stark hat es meine Mama mir nicht erklärt, aber ich habe gecheckt, so hey, es gibt da draußen Leute, die kennen mich nicht, die haben mich noch nie gesehen, aber die mögen mich nicht. Das war irgendwie als Kind total krass, irgendwie so etwas zu empfinden. Ich habe auch immer Angst gehabt, wenn wir alevitische Events hatten, seien es Konzerte etc., dass gleich Leute kommen werden und uns niederbrennen werden, weil ich, damals gab es halt so ein Sivas-Brand, das war, da war ein Event in Sivas, so eine Stadt in der Türkei, wo mehrere alevitische Menschen in einem Hotel waren. Und dieses Hotel wurde niedergebrannt von türkischen konservativen Rechtsextremisten, so würde ich sagen. Und dieses Bild war so stark bei mir verankert, dass ich immer dachte, wenn wir jetzt als Aleviten irgendwo zusammenkommen, das könnte uns passieren. Ich habe auch immer mehr so Fluchtwege ausgemalt, so ey, wie komme ich hier dann raus, wenn es jetzt anfängt zu brennen. Und ich glaube, das war so die erste Rollenzuschreibung, die ich für mich hatte. So, ich bin Aleviten, deswegen ich bin nochmal anders. Und das ging dann halt so weiter. Wie bist du denn dann aber an den Punkt gekommen, dass du diese Ablehnung gegenüber der anderen Gruppierung dann abgelegt hast? Also ich meine, das ist eine tief verwurzelte Angst, die du ja dann mit dir rumgetragen hast. Ich hatte nie so eine Ablehnung. Ich hatte eher so, ich hatte Angst auf jeden Fall. Aber bei uns im Alevitentum ist ganz wichtig, dass du dass du erstens mal natürlich, das kennt man auch aus anderen Regionen, so dieses behandelt keinen so, wie du nicht behandelt werden willst. Und es gibt keine Vorurteile. Meine Mama hat mir nie Vorurteile mitgegeben. Ne? Ich habe Vorurteile gegenüber anderen Gruppen so erst erfahren, als ich älter wurde, ne? Durch andere Mitschüler etc.
Und deswegen, ich hatte ganz viele türkische Freunde, unsere Nachbarn waren Türken etc. Ich habe auch später so als Teenager dann Leute kennengelernt, die irgendwie aus Familien kamen, die eben rechts waren, also so türkische rechte Leute, so Bosskurz, also so graue Wölfe, und war mit denen befreundet und habe die aber damit konfrontiert und war so, hey, weißt du eigentlich so, was das Gedankengut dahinter ist, und ich bin Kurdin, ich bin Alevitin, ich habe auch mich nie versteckt, sondern ich habe die immer damit konfrontiert und gesagt so, hey, es ist voll schön, wir haben voll die schöne Zeit zusammen, wir sind auch Freunde irgendwie, aber das, was du vertrittst, so, oder es ist ja meistens nicht mal so, dass die das vertreten, sondern die übernehmen einfach Dinge von ihren Eltern und ja, und leben dann so, oder beziehungsweise wenn sie nicht irgendwann anfangen, das Ganze zu reflektieren, leben einfach mit der Einstellung von den Eltern weiter. Ich finde es total interessant, du hast diese ganzen Rollen beschrieben, die du einnimmst, und die ganzen Communities, in denen du unterwegs bist, die sich ja aber auch alle nicht unbedingt grün sind, die nicht alle Dinge unbedingt alle zusammenpassen. Wie schaffst du das, die trotzdem dann zu vereinen? Ich glaube, dass jeder so, es ist gar nicht so, dass ich versuche, irgendwie Communities zu vereinen, sondern ich glaube, dass dadurch, dass ich aus verschiedenen Communities komme, meine Message dazu führt, dass viele sich darin wiederfinden können. Und das vereint die Leute dann eher. Wir haben vor kurzem eine Folge zum Thema Integration gemacht, und da kam so ein bisschen raus, dieser Begriff, also das Optimale wäre, dass dieser Begriff hinfällig wird, so. Meine Mama war im Integrationsrat auch ganz lange, und das Ziel war sozusagen immer, wir brauchen keinen Integrationsrat mehr irgendwann. Was glaubst du, muss passieren, damit Songs wie dieser im Prinzip hinfällig werden, weil die Gesellschaft irgendwann so ist, dass man keine Unterschiede mehr macht? Ich glaube, dafür muss sich jeder anfangs so seinen Privilegien bewusst werden. Also so zum Beispiel, dass die Leute, egal ob ich jetzt, weiß ich nicht, dass man als Mann sich darüber bewusst wird, hey, was sind meine Privilegien als Mann und was kann ich machen, damit ich andere Leute, die nicht so privilegiert sind, unterstütze, oder was ist mein Privileg, als wenn ich Kenneck bin und ich werde aber trotzdem weiß gelesen, dann habe ich ja auch nochmal Privilegien. Genauso ist es auch bei vielen anderen Gruppen so. Man muss, ich glaube, das Wichtigste ist, wo wir alle anfangen müssen, ne, ist, dass man seine eigenen Privilegien erstmal checkt und dass man checkt, so, was brauchen die anderen, und nicht, dass es die ganze Zeit darum geht, so, hey, ich mache jetzt mal so mein Ding und ich weiß, wie das geregelt wird, sondern auch einfach anderen Leuten den Space geben und von seinen Privilegien auch mal zurücktreten. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also ich habe gerade das Gefühl, dass damit so alles anfängt. Hast du denn das Gefühl, dass das passiert? Also dass mehr Menschen sich darüber Gedanken machen? Ich glaube, ja. Ich glaube schon, dass es passiert. Ich erlebe es in meinem Umfeld, aber ich kann es auch nicht so wirklich bestimmen, weil wir leben auch alle ein bisschen in unseren Bubbles, ne? Also in so unseren Blasen, und dann denken die Leute um uns herum eh meistens so wie wir selbst. Deswegen kann ich gar nicht so allgemein davon sprechen, aber ich glaube schon, dass da etwas passiert. Ich merke das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel für Kenneck for Life hatte ich Interviews mit ganz vielen Zeitungen, und die Interviews waren immer mit weißen Cis-Typen so, und die haben voll gecheckt, worum es bei mir geht. Warum? Weil die wahrscheinlich in erster Linie ihre eigenen Privilegien gecheckt haben und als zweites einfach so sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wirklich, anstatt auf direkt so sich angegriffen zu fühlen und zu denken, dass sie irgendwas da verteidigen müssen, überhaupt nicht, sondern die haben sich damit auseinandergesetzt, und das war für mich schon so ein Zeichen, dass es schon sogar in dieser Medienlandschaft angekommen ist. Wir haben vorhin ja hier mit Keke gesprochen, und sie ist ja gerade erst sozusagen ganz frisch in diese Szene gewirbelt. Du rappst schon seit 10 Jahren, über 10 Jahren. Warum Rap? Ich habe mir darüber oft Gedanken gemacht, und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich bin 90 geboren, und in den 90ern war das, was so in der Popkultur waren, womit ich oder meine Tanten oder mein Onkel sich irgendwie identifizieren konnten, ne, war alles, was aus der Black Culture gekommen ist. Nicht, weil wir gedacht haben, oh, wir haben den gleichen Struggle, sondern
das waren die einzigen Serien, die einzige Musik, die einzigen Menschen im Mainstream und vor allem auch in der Popkultur, die nicht weiß waren und die aber auch über gewisse Themen gesprochen haben. Zum Beispiel konnte mein Onkel nicht wirklich Englisch, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann ein Public Enemy Video gesehen habe auf MTV und er war gerade im Zimmer und meinte so, ey Bro, schau mal, das ist Public Enemy. Und ich war noch voll klein, ich weiß nicht, wie alt ich war. Und er hat mir erklärt, dass es da um Polizeigewalt geht, dass deren Ästhetik so nach den Black Panthers kommt, wer die sind. Die wussten genau, dass Public Enemy gerade ein Thema anspricht, was sie auch betrifft. Und ich glaube, dass ich dadurch auch zu Hip-Hop gekommen bin, weil meine Familie das damals viel gehört, also meine Onkels und meine Tanten, vor allem meine Cousins, meine Cousinen. Und ich glaube, dass die wiederum dazu gekommen sind, weil sie sich damit noch am ehesten im Mainstream identifizieren konnten. Wie ging das dann los bei dir, dass du gesagt hast, ich will das selber machen von... Ich sehe das im Fernsehen, ich sehe Public Enemy, die rappen bis hin, ich stelle mich selber vor ein Mikrofon. Ich habe schon immer viel Musik gemacht, also ich komme auch aus einer Familie, die viel Musik macht. Und das war halt so, Hip-Hop war halt das, was ich einfach so als Kind die ganze Zeit mitbekommen habe. Meine Tante hat immer so für mich gebabysittet und die war damals 18, 19 vielleicht, hat sehr viel MTV geschaut. Und dann musste ich mit ihr MTV schauen, was auch voll fein war, aber... Genau, ich glaube, dass ich das dadurch sehr stark aufgenommen habe und dadurch, dass ich eh so in der Musik drin war, habe ich halt dann angefangen, diese Sachen mitzurappen, mitzusingen, bis ich dann irgendwann angefangen habe, meine eigenen Texte zu schreiben. Es war eher so eine natürliche Entwicklung. Es war nicht so, dass es jetzt irgendeinen Tag gab, wo ich mir dachte, hey, ich will Rapperin werden, sondern ich habe das einfach immer gemacht. Was waren die Sachen, die du am Anfang thematisiert hast? Worüber hast du gerappt? Über Sachen, die ich nicht erlebt habe. Keine Ahnung. Man ist so ein Teenager, man redet über Partys, über irgendwelche Flirts, die man noch nie hatte. Es ist halt ganz, also so, ne, man macht das, was man hört, so. Deswegen am Anfang war es wahrscheinlich ganz viel irgendwie Liebesthemen und dann irgendwie ganz viel Party. Und was war der Moment, an dem du gedacht hast, okay, krass, ich habe eine Stimme, ich kann was sagen, ich kann was Wichtiges auch erzählen? Ich glaube, so wo ich 15, 16 war, habe ich so mir gedacht, okay, ich würde eigentlich voll gerne, weil ich dann auch besser schreiben konnte, also die Lyrics besser schreiben konnte, ich würde voll gerne über politische Dinge reden. Und ich weiß noch, dass meine Mama super viel Angst davor hatte, weil sie dachte, wenn ich damit anfange und man kennt mich ja nicht, ich bin noch niemand, dann wird man mich ziemlich schnell klein kriegen, so. Und sie hat mir das auch immer gesagt, sie meinte so, warte, bis du ein bisschen, also so als Künstlerin größer wirst, bevor du anfängst, über politische Themen zu reden, weil sie hatte ernsthaft Angst davor, dass man mir was antun könnte. Andere Rapper oder? Nein, gar nicht, sondern dieselben Leute, die irgendwie auf YouTube schreiben, geh dich umbringen oder die in meine DMs sliden und sagen so, weiß ich nicht, rassistische Beleidigung, sexistische Beleidigung, genau diese Leute. Erinnert mich daran, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, als ich meinte, ich will Journalist werden. Dann haben die halt auch gesagt, nein, lass mal lieber, ist nicht gut. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Die sind halt auch in der Sowjetunion groß geworden. Da gab es irgendwie, oder auch mittlerweile in Russland, zwei Arten von Journalisten. Entweder die, die irgendwie gute Arbeit machen und dann wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Oder diejenigen, die Propaganda machen und keine Journalisten mehr sind. Also in beiden Fällen irgendwie alles andere als optimal. Ich hatte gerade was im Kopf. Mann, was soll ich denn gerade sagen? Du, wir haben ja alle Zeit. Wir haben wirklich alle Zeit der Welt. Couches und ist das der Plural? Tiefe Couch. Ja, doch, ich weiß wieder. Kein Problem. Danke, Jan. Du hast gesagt 15, 16, so, das war der Moment, wo du politisch wurdest und dachtest, okay, jetzt kann ich irgendwie politischere Texte machen. Warum, also hast du vielleicht in dem Alter auch überlegt, in die Politik zu gehen? War das jemals eine Option? Nee, weißt du warum? Weil ich aus so einer politischen Familie komme. Ich saß schon mal in meiner Kindheit bei Podiumsdiskussionen dabei. Ich habe meine ganze Kindheit auf Demos verbracht. Ich bin super dankbar dafür. Aber ich war so krass in so politischen Kontexten drin, die ganze Zeit. In meiner Familie sind auch sehr viele Politikerinnen, Politiker, die in Deutschland tätig sind, sowie auch in der Türkei.
ich war so, nee, mit Politik will ich nichts zu tun haben. So. Meine Mama war das immer wichtig. Die hat mich auch immer deswegen mitgenommen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es irgendwie Sitzungen gab. Und sie hat mich da hingesetzt neben sich und meinte so, so wie alle anderen hier, stellst du dich jetzt auch vor und sagst, wer du bist und hörst dir das an. Und ich glaube, das ist einfach das Ding, wenn deine Eltern nicht zu sehr da reinpushen, dann wird's nicht machen. Was wiederum dazu geführt hat, aber natürlich, dass ich trotzdem politisch, also aktiv war und aktiv bin. Und ich sehe mich aber in meiner Musik in erster Linie als Musikerin, die Aktivistin ist und nicht als Aktivistin, die Musik macht. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Und das, also in erster Linie ist mir wichtig, dass der Song, den ich mache, dass der passt, dass es harmonisch ist. Was mache ich da, was bringe ich da nach draußen? Und natürlich ist der Text mir auch wichtig, aber im Endeffekt schreibe ich meine eigenen Texte, deswegen ist alles, was ich schreibe, von dem, was ich erlebt habe, beeinflusst. Aber hast du nicht manchmal das Gefühl so, oh, was machen die wieder für einen blöden Krams, irgendwie die Politiker, das könnte man doch alles irgendwie viel, viel besser machen. Und natürlich hast du durch deine Musik und deine Kunst ja auch Einfluss auf Menschen, aber du hast ja keinen konkreten Einfluss irgendwie auf Entscheidungen, auf Gesetzgebung. Juckt dich das nicht manchmal irgendwie in den Fingern? Ich glaube, Politik findet ja so in zwei Ebenen statt. Es gibt ja einmal diese Politik, ne, und dann gibt's das, was so in der Gesellschaft stattfindet, ne. Also, ich glaube, dass ich da auf der Ebene funktioniere, dass ich in der Gesellschaft was bewirken kann mit meiner Musik. Meine Musik kann empowernd sein, meine Auftritte können empowernd sein, etc. Das ist ja auch politisch. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel auf Demos gehe, ich gehe nicht immer davon aus, dass diese Demo an sich was bewirken wird. Ne? Also wenn ich in Wien, weiß ich nicht, Donnerstagsdemo, natürlich ist es wichtig, dass wir auf der Straße sind. Aber ich glaube, was bei Demos viel ausschlaggebender ist, ist, dass du mit Leuten zusammenkommst, die das Gleiche wollen wie du. Du siehst, du bist nicht alleine mit diesen Problemen. Du hast deine Parolen, die du da rumschreist, du fühlst diese Power, ne? Und ich gehe auch jedes Mal, wenn ich auf einer Demo bin, mit so einem guten Gefühl nach Hause, weil ich mir denke, ich bin nicht alleine damit. Wir sind nicht alleine. Wir sind so und so viele Menschen, die was bewirken wollen, die was ändern wollen. Und wir stehen dafür ein und wir verstecken uns nicht. Und ich glaube, dass so etwas auch sehr, sehr wichtig ist, um wiederum auf einer anderen Ebene was zu bewirken. Dann überspitze ich das und sage, es gehen in ganz Europa oder in der ganzen Welt hunderttausende Menschen, Millionen Menschen irgendwie auf die Straße für das Klima, und dann setzt sich die Bundesregierung zusammen und findet einen Kompromiss, der aber irgendwie bei weitem nicht das ist, was eigentlich passieren müsste. Das ist doch dann wiederum voll ernüchternd. Dann kann man noch so ein schönes Gefühl auf dieser Demo haben, wenn am Ende realpolitisch sich nichts ändert. Ja, das Gleiche ist ja auch zum Beispiel in der Türkei passiert mit den Gezi-Protesten, wo man einfach traurig danach war und sich dachte, es kann nicht sein, dass sich nichts verändert hat. Aber ich glaube trotzdem, also am Ende des Tages, ich bin keine Politikerin. Am Ende des Tages bin ich Musikerin und ich versuche mit meiner Musik was zu bewirken. Ich versuche mit meiner Musik auf jeden Fall meine Stimme zu nutzen. Ich bin mir meiner Verantwortung sehr bewusst. Aber trotzdem bin ich eben bewusst keine Politikerin, weil ich mich einfach dafür entschieden habe, ne? Wenn ich jetzt hier als Politikerin sitzen würde, dann würde ich wahrscheinlich andere Antworten geben oder ich würde anders mit dem Thema umgehen. Bin ich aber nicht. Und ich trage meinen Teil dazu bei, so wie ihr wahrscheinlich euren Teil dazu beiträgt, damit sich etwas in der Gesellschaft verändert. Und jeder hat so, glaube ich, seine eigene Funktion oder seine andere Umgehensweise damit, wie man etwas verändern kann. Und ich glaube, so das Ganze summiert am Ende, wird tatsächlich dazu führen, dass etwas anders wird. In der Türkei natürlich nach den Gezi-Protesten, Erdogan war immer noch an der Macht etc., aber es hat was bewirkt, es hat der Regierung Angst gemacht. Es wird, also ich habe schon das Gefühl, dass es seine Früchte getragen hat. Und genau das Gleiche erhoffe ich mir mit meiner Musik, dass es seine Früchte trägt. Du wirkst nicht wie jemand, der auf die Erfüllung von stillen Wünschen wartet, sondern du nimmst die Sachen ja eigentlich eher lieber selber in die Hand. Trotzdem fragen wir zum Abschluss ganz gerne immer nach dem Wunsch vielleicht für den Mikrokosmos Deutschrap-Szene. Mein Wunsch ist einfach, dass wir
Also vor allem an alle Frauen irgendwie, die in der Musikszene gerade unterwegs sind, dass wir unsere eigenen Strukturen aufbauen, dass wir, darüber haben wir gar nicht gesprochen jetzt die ganze Zeit, aber das trotzdem, ist egal, ne? Ich kann irgendwas sagen. Du kannst alles sagen. Okay, genau, dass wir unsere eigenen Strukturen aufbauen, dass wir nicht mehr so von einer männlich dominierten Musikindustrie abhängig sind, sondern dass wir unsere eigenen Booking-Agenturen haben, dass wir unsere eigenen Labels haben, dass wir unabhängig von all dem agieren können und ich glaube, nur dann wird sich etwas verändern. Vielen Dank, Ebo. Danke auch. Dankeschön. Vasili. Durchatmen. Wir haben es geschafft. Bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Du auch, Jan. Dankeschön. Ich bin stolz auf euch. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr zugehört habt. So aufmerksam zugehört. Ich habe richtig Aufmerksamkeit gespürt. Ja, es ist ja, hier rüber geschwappt. Wird genickt, ja. Ja. Wir sind Machiavelli, ein Podcast über Rap und Politik. Ihr könnt unsere Folgen überall hören, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Und Vasili möchte noch was sagen. Ich weiß, woran mich das erinnert hat. Ja. Ich war in der Schule, wenn man ein Referat gehalten hat und das Referat war nicht gut, dann haben die Leute angefangen, ein bisschen zu tuscheln oder so. Und wenn das gut war, dann haben alle zugehört. Ich habe gerne Referate gehalten. Ja, ich kann es mir vorstellen. Das fiel mir gerade. Wenn ihr mehr Referate hören wollt von Vasili Kola, dann könnt ihr das beim besten Radiosender der Welt. Schreibt uns auf Instagram und Twitter. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Habt noch ein wundervolles Wochenende auf der Reeperbahn. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao, Vasili. Ciao, Jan. Ciao, Leute. Cosmo. Machiavelli. Der Podcast über Rap und Politik. Mit Vasili Golot und Jan Kawelke.